Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Old Star Time. Wir sind wieder am Start mit der Serie, die sich um die absoluten Legenden des Weltfußballs dreht. Und heute haben wir das dritte Mal in der dritten Episode ein neues Team am Start. Und dieses hier ist heute bestehend aus extrem vielen Nationen, extrem vielen Ligen. Wir haben 7 Nationen und 7 Ligen. Es ist eigentlich unmöglich, allerdings habe ich es irgendwie hinbekommen und dementsprechend begrüße ich euch zu diesem neuen Squad. Ihr seht schon, es ist No Links Wasted natürlich. Es besteht aus BSG heute und wir haben wieder einen sehr, sehr niedrigen Altersschnitt. Ich glaube, er dürfte so um die 16 liegen. Ich bin mir gar nicht so sicher, aber auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht dazu heute mit Facecam. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und das Ganze heute auch live kommentiert. Das heißt, heute mal eine bisschen andere Variante. Wir haben im Tor den Kollegen Ryu. Der ist aus der Pokémon-Region. Dementsprechend die erste Nationalität in diesem Squad. 1,85 groß und bereits ganze 36 Jahre alt. So, der nächste Spieler ist dann ein Erdwurm, das heißt, er kommt aus dem Erdreich, ist der zweite Spieler, sein Name ist Puy Grenier und auch der ist 1,87 groß und bereits 34 Jahre alt bereits, Entschuldigung, das heißt, er ist 17, der Kollege hier ist, wie war man es gerade berechnet? 18 dementsprechend, alles klar. So, dann haben wir hier Armand, das ist der erste Franzose in diesem Team und auch der ist bereits ja, ganze geschmeidige 35, also 17,5 Jahre alt, 1,82 groß, also genau die perfekte Größe für einen Innenverteidiger. Mittel-Mittel-Arbeitsraten läuft auf jeden Fall. Rechts haben wir Lacour, extrem schneller Außenverteidiger, auch er ist gerade mal ja, 17,5 Jahre alt, 1,73, Mittel-Mittel-Arbeitsraten ist eher so für den offensiven Part auf der Seite zuständig. Dann haben wir links Fabrice Ehret, ehemaliger Kölner, der Junge ist bereits, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ja, 18 Jahre alt, 1,84 groß, Mittel-Mittel-Arbeitsraten, auch eher unglaubliches Tempo und gerade auch beim ja, Schuss sehr, sehr stark ausgestattet. Das heißt, wir können uns auf jeden Fall darauf verlassen, dass der uns in einer anderen Longshot rausknallen will. Wir kommen zum schwächsten Part des Teams und zwar zum Mittelfeld. Da haben wir einmal, ja, ich glaube Karitsk. Ich glaube, Karitz wurde ausgesprochen. Sehr schneller Spieler auf der Außenbahn, genau da muss man den haben. Ist 1,88 Meter klein, also vielleicht ein bisschen, normalerweise bräuchte man da ein bisschen mehr Größe. Aber an sich perfekte Arbeitsraten für einen zentraloffensiven Mittelfeldspieler mit geringen Mittel. Zweistellende Skills auch sehr, sehr gut. Das heißt, werden die Gegner ordentlich zerskillen können und der Kollege kommt. Ja, Nordirland? Ich bin mir gar nicht sicher. Kann ich jetzt nicht genau erkennen. Dann haben wir hier Beere. Beere? Ich glaube, Beere heißt da auch eher sehr, sehr schnell unterwegs. Spielt auf der 6, hat dafür eigentlich, naja, extrem beschissene Werte, mittlere Arbeitsraten. Also eigentlich sollte der eher Stürmer spielen, aber gut. Machen wir einfach mal, er spielt bei Liverpool Blue oder so, ich weiß es nicht genau. Dann haben wir hier Frank Lampard. Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Ich glaube, so hieß mal ein berühmter Handballer. Ja, 34 Tempo hat der Kollege, also auch richtig schnell unterwegs. Und dazu, ansonsten ist das nicht so geil. Ne? Defending kann er noch ganz gut, aber sonst haben wir da nicht wirklich was rausstechen sollte. Spielt, ich glaube, in Melbourne ist das. Ne? Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Dann haben wir hier Steven Gerrard. Irgendwie kommt mir der Name. Gibt es hier einen Schauspieler, der so heißt oder so? Ich glaube, der spielt Obelix oder so, aber mittlerweile anscheinend auch Fußballer, 1,83 Meter groß. Ja, auch gute Werte, vor allem das Tempo wieder und die Defending. Ich weiß nicht, warum der Zehner spielt. Normalerweise die Werte eigentlich für einen Innenverteidiger. Aber was willst du machen? Und vorne haben wir dann einmal Adebayo Akinfenwa. Der Kollege kommt aus dem Togo, das weiß ich ganz genau. Heißt eigentlich Adebayo. Ich weiß nicht, warum hier Adebayo der Vorname ist. Normalerweise müsste es der Nachname sein. Ist auch irgendwie geschrumpft, geringe Arbeitsraten. Hat sich auf faule Haut gelegt, ist in Ordnung. Hat 49 Tempo, 81 Physis. Soweit ich weiß, das ist ein relativer Lauch, der Kerl. Aber das werden wir gleich nochmal sehen. Und dann mal hier Emil Heskey. Ich glaube, der kommt aus Schweden. Bin mir auch nicht ganz sicher. Die Hautfarbe lässt es vermuten. Ist ein bisschen sehr weiß. Ne? Die blonden Haare. Ja, das könnte eigentlich gut hinkommen. Aber mit der 86 klein. Das heißt, wir haben ein sehr kleines Sturmduo vorne drin. Dafür aber ein sehr schnelles. Und auch eher mit geringen Arbeitsraten ausgeschaltet. Sehr, sehr faul. Sieht an sich nach einem interessanten Team auf jeden Fall aus. Eigentlich alle auf den falschen Positionen. Und wie gesagt, 7 Nationen, 7 Ligen habe ich so auch noch nicht gesehen. Aber vielleicht wird es ja was. Ich suche mal einen Gegner und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Gegner wurde gefunden und wir kommen gegen eines der stärksten Teams, was überhaupt möglich gewesen wäre. Oh, das ist aber alles andere als gut. Also ich sehe jetzt schon, dass die unglaublich gut zusammenspielen werden. Sowas gefällt mir mal gar nicht. Also wir hätten definitiv eine leichte Aufgabe finden können, aber wir haben so ein gutes Team, ganz ehrlich. Wobei wir halt ein paar Handballer haben, ein paar Schauspieler, ein paar, ich weiß gar nicht, was unsere Stürmer eigentlich darstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber egal, das wird schon.
Oh ja, da sieht man direkt, da muss auf jeden Fall gesenzt werden, um irgendwie gegenzuhalten. Das war stark gemacht, da eindeutig. Also wäre wohl ein klares Tor gewesen, hätte da der Kollege, ich weiß gar nicht, wer das ist, irgendwie dazwischen gegrätscht. Und jetzt hier, da sehen wir, oh mein Gott, Alter, geh mal trainieren oder iss mal was. Das geht ja überhaupt nicht. Also der könnte auch zu Heidi Klum gehen, zu Germany's Next Topmodel. Da fällt er gar nicht auf, den ganzen Mager-Models. Egal, was haben wir denn hier? Irgendwie keinen guten Freistoßschützen so wirklich, ne? Doch, Ryu, der kann ganz gute Freistöße, wie es ausschaut. Was machen wir jetzt mit dem? Machen wir rein, oder? Machen wir rein. Ah, schade. Ganz, ganz knapp. Die Latte noch ein bisschen touchiert. Soll wohl nicht sein bisher. Naja. So, jetzt der Ball. Oh, da ist der Amerikaner. Oh, der Afrikaner, meine ich. 1-0. So schnell kann es gehen. Den Lauch darfst du halt trotzdem nicht aus den Augen lassen, ne? Man sieht zwar nicht mit den Beinen, die Zahnstocher eigentlich sind. Man sieht nicht, dass er Schusskraft hat. Aber anscheinend, ja, ich meine, okay, war eigentlich haltbar, ne? Ja. Ich meine, hat der Klasse sich vorher vorgelegt, gegen die ganze Verteidigung durchgesetzt. Und normalerweise muss der Keeper den haben, aber was soll's. 1-0. Läuft. Also man sieht ganz eindeutig die Verunsicherung bei unserem Gegner hier. Das ist ganz, ganz schwach. Oh, guckt euch das mal an hier. Der Armand kommt einfach dazwischen. So, Beere auf den Schweden. Der Schwede, guckt euch an. Das ist unglaubliches Tempo. Das ist so ein Tempo. Oh mein Gott. Das ist ja... Ei. Oh wei. Oh wei, und da ist schon wieder der Afrikaner. Uiuiuiui. Hat da Mitleid gezeigt, finde ich auch mal gut. Muss man also nach 10 Minuten, da kannst du selten mal das 2-0 machen. Also bei dem Team normalerweise Standard. Aber ihr merkt ja schon, das gegnerische Team ist schon so verunsichert. Da darfst du nicht gleich draufhauen, da musst du ein bisschen warten. So, jetzt die Beere aus dem Rückraum. Eieieiei. Das hat der Torwart denn da gemacht. Also es war ein klarer Abwehrfehler, ganz eindeutig. Der Torwart versucht da mit einem klasse Reflex noch irgendwas zu machen, aber der war absolut unhaltbar, dieser Ball. Das war ganz, 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 ganz stark gemacht. Müssen wir uns nochmal eine weitere Wiederholung angucken, gibt's nicht. Ja, und das ist natürlich jetzt, das gegnerische Team, das hat auch keine Lust mehr schon. Das merkt man, es ist auch irgendwo eindeutig, ne, wenn man so zerstört wird direkt am Anfang. Ich meine, man hat sich zurückgehalten, das hat man gerade ganz toll gesehen, gerade der afrikanische Lauch. Ja, deswegen hat er nichts zu essen gehabt, ja. Und dazu noch hier die Beere, das war eigentlich, oh, er will anscheinend doch noch weitermachen. Er hat noch Mut, also das gegnerische Team anscheinend hat dem Trainer noch gesagt, hier, wir haben den Mut, wir wollen noch weitermachen, wir können das. Jetzt haben wir hier wieder den Schauspieler und das hat man gerade gesehen. Er muss natürlich direkt ein bisschen rumtänzeln, ne? Der muss das fürs Publikum tun. Aber das ist ja, glaube ich, ganz normal auch bei Schauspielern. Die müssen das ja immer so ein bisschen machen. Oh, da sieht man gleich wieder. Das ist so viel Gran, wisst ihr, das lernt man im Showbusiness. Man muss sich in manchen Situationen, gibt es ja Stunt-Doubles, aber ich glaube bei diesem Gerard, der braucht doch gar keinen Stunt-Double, weil der ist sowas von souverän und das mit seinen 18 Jahren, das macht er wirklich gut. Und ich bin mir relativ sicher, dass der Junge alles braucht, aber kein Stunt-Double. So, wieder die Ecke vom Lauch und diesmal auf den Franzosen, aber der kommt da nicht wirklich ran. Und jetzt mal die Kontergelegenheit für Tevez. So, das ist jetzt Latour. Oh, das ist wieder kritisch. Muss man ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Also finde ich nicht gut. Ich meine, man kann, wenn man keine Chance hat, ist ja verständlich, dass man, wenn man keine Lust hat, aber muss man nicht irgendwie auch noch zutreten. Das finde ich ein bisschen übertrieben. So, Schauspieler normalerweise ganz gut bei Freistößen, habe ich gehört. Ja, das sieht doch gar nicht mal schlecht aus. Hätte man definitiv besser treten können. Ja, das war natürlich schon eine ganz einfache Aufgabe für den Keeper, ne? Das, na, weiß ich nicht. Also normalerweise kannst du den gerade aus der Position deutlich besser aufs Tor bringen, aber naja, ein paar Fehler dürfen wir ja auch machen. Oh, okay, war ihm wohl zu viel. War wahrscheinlich, ja, da hat man wahrscheinlich gesehen, jetzt, es war einfach zu schwach. Das war so ein bisschen überheblich fast schon. Wisst ihr, wie er der Freistoß getreten hat? Das war dem Gegner zu schwach und dann, ja, hat er das Ganze auch direkt schon beendet. Schade, zoomen wir noch ein. Ein zweiter Gegner wurde gefunden und das Team, hat schon wieder ganz stark erwischt. Also abgesehen vom Mittelfeld, eine absolute Weltklasse-Mannschaft. Mittelfeld ganz schwach besetzt, aber ansonsten glaube ich, dass das sehr, sehr schwer werden wird. Alle Spieler aus Südkorea, normalerweise immer ganz, ganz schwer gegen sowas anzutreten. Ihr habt ja gesehen, die weiß-rote Fahne, ne, das ist eindeutiges Zeichen für Südkorea. Beast FC, ich glaube, ja, normalerweise kenne ich solche Namen, wisst ihr, von Gegnerteams. Aber den Namen habe ich, glaube ich, noch nie gelesen. Außergewöhnlich, finde ich gut. Mit aller Routine den Ball zurückgespielt. So gefällt mir das, gar nicht aufgeregt oder sonst was, einfach nur solide. Wieder der Schauspieler. Sieht man direkt. Man sieht, wie er immer diese Abbrüche macht. Guckt euch das mal an. Das ist so unnötig. Er könnte einfach durchlaufen, aber nein, er muss es so machen. Das ist eindeutig. Also, weiß nicht, dass er da einfach noch ein Freistoß zugesprochen bekommt. Ich finde das fast schon ein bisschen überheblich. Normalerweise müsste es Freistoß für die andere Mannschaft geben. Aber so, weiß ich nicht.
Aber wenn er schon, ne, dann muss er auch das Ganze selber machen. Dann muss er selber den Brei auslöffeln. Ja, also der war jetzt deutlich stärker als der im letzten Spiel, ich weiß nicht. Also ist zwar auch nicht drin, aber hat mir zumindest schon mal besser gefallen. Das ist Leistungssteigerung, ist auf jeden Fall erkennbar. So, und das ist wieder eine typische Aktion für dieses Team. Wir geben dem Gegner die Gelegenheit, das Tor zu machen. Und das ist natürlich, ja, da sieht man halt einfach auch den Druck. Wenn man einmal allein aufs Tor zurennt, das war an sich schon alles gut gemacht, aber dann ist natürlich gegen so eine Weltelf einfach auch der Druck da, den Ball reinzumachen und konnte einfach jetzt nicht standhalten und auf der Gegenseite, ja, im direkten Gegenangriff jetzt die große Chance. Und ja, da seht ihr das. Die wissen halt selber, wir müssen denen die Tore schenken, ja. Weil sonst kriegen die Zuschauer nicht das, was sie, ne, die bezahlen ja viel Geld, um dabei zu sein. Die Tickets kosten bestimmt 30 Cent und dann, ne, wenn du so viel Geld rauswirfst, dann muss sowas auch einfach sein. Ne? 1-0, frühe Führung. Ja, da sieht man die Routine nochmal in diesem Angriff. So, und dann haben wir jetzt Karzik. Ah, schade. Und da wird wieder die Möglichkeit gegeben und da ist der Ausgleichstreffer, ist klar. Haben wir ja auch angesprochen im Vorfeld, natürlich muss dem Gegner seine Chance eröffnet werden, beziehungsweise sie sollen bei Laune gehalten werden. Wir wollen ja nicht, dass es so endet wie gerade eben. Und von daher, auf jeden Fall finde ich gut, dass Per Play da angewendet wurde von unserem Pokémon-Torwart. Ja, das ist halt wieder so eine Sache, ne? Es ist eindeutig, dass das kein Tor ist. Das weiß die ganze Mannschaft. Ich meine, wie gesagt, also man will ja nicht verlieren. Man will denen ja nur ihren Spaß lassen, ne? Aber wenn die so drauf reinfallen, weiß ich nicht. Das zeigt dann schon den Amateurcharakter des gegnerischen Teams. Das Zusammenspiel unseres spritzigen Sturmduos. Und dann der Schauspieler wieder. Wisst ihr, der muss immer seine Extrawurst haben. Der kann einfach nicht mal einen Ball vernünftig spielen. Nein, muss immer kompliziert gemacht werden. So wieder die Beere. Und da ist wieder der Schwede auf dem Weg nach vorne. Schade. Oh, wieder der Schwede. Detektiv Emil schafft es aber nicht ganz. Will natürlich auch die Chance lassen. Ist auch wieder. Ne, ich muss da nichts mehr zu sagen, ist klar. Und dann nochmal einmal wieder die Klasse bewiesen, das ist eindeutig. Da brauchst halt nur zwei Pässe und dann ist die ganze gesamte Abwehr ausgehebelt. Natürlich wieder mit einer gewissen Arroganz abgeschlossen das Ganze, aber das muss man dem Schauspieler halt auch lassen. Zaritzk. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, Nordiren und Fußball, das ist halt so eine gewisse Sache. Ich bin noch nicht so ganz konform. Und jetzt haben wir wieder den Detektiv Emil, aber der darf nicht. Der darf nicht, aber das ist auch klar, dass das dann abgepfiffen wird, weil... Naja, Kinderschänder gehören halt nicht in Fußball. So, Frankie goes to Hollywood, wieder auf Detektiv Emil und der auf den Lauch, auf den afrikanischen Togolesen. Und das ist normalerweise ein klarer Elfmeter, aber da hat der Schiedsrichter jetzt auch mal Gnade walten lassen. Wir sind in einem Freundschaftsspiel, das ist ganz klar. Wir spielen für die Zuschauer und dann muss man auch nicht alles pfeifen. Oh, da ist er wieder, der Togolese, aber der Detektiv macht das dann natürlich ganz inspektiös und ihr wisst Bescheid, das ist immer so bei Detektiven, gerade bei den schwedischen, das ist, ja, genau analysiert, wo er stehen muss, gewartet und dann im richtigen Moment zugeschlagen, so muss das sein. Der Respekt ist da, ihr seht es eindeutig. Da werden schon Spieler gefoult, die gar nicht den Ball haben, einfach weil ja, der Gegner schon so verunsichert ist, die wissen gar nicht mehr. Theoretisch könnte ja jeder den Ball bekommen und schon deswegen muss da im Voraus unterbunden werden, weil bei so einer Weltelf ist halt jeder Fußballer einfach genial. Selbst die Schauspieler und Handballer, alle wunderbar. Also von daher... Braucht man, glaube ich, nicht. Und wieder der Detektiv. Ich meine, mittlerweile müsst ihr das ja wahrscheinlich verstanden haben. Ne? Also es ist bei diesem Team einfach so, Weltauswahl gegen Amateurkicker. Ne? Gerade er, ich kenne den nicht. Wirklich, also beim besten Willen. Keine Ahnung. Wo spielt denn der? Südkorea. Normalerweise müsste er ja nach Südkorea, ich weiß es nicht. Aber... Das Ding ist halt, man lässt die Amateure dann immer ganz gerne rankommen, damit sie einfach weiter Lust haben, damit sie an sich glauben.
Und damit es nicht endet wie beim letzten Gegner, ne? Dass das Team einfach keine Lust mehr hat und dass das Team sagt, hier, es bringt gar nichts. Wobei jetzt natürlich gerade das Ganze wieder ein bisschen kritisch wird, denn der Togolese ist mal wieder auf dem Vormarsch. Aber da sieht man wieder eindeutig, er ist nicht überheblich, er ist nicht abgehoben, er haut das Ding absichtlich zu. Das ist hier halt wirklich jetzt gerade fast schon zu arrogant, wie das Ganze gemacht wird. Der ist einfach nicht vom Ball zu trennen und dann ist wieder im Endeffekt einfach nur die Kulanz da, dass man da nicht dem Gegner das nächste Tor reindrückt. Genauso wie gerade bei dem Adebayor, ne? Das wieder rankommen lassen. Kennen wir ja mittlerweile die Geschichte. Das war auch, also sind wir mal ganz ehrlich, den muss er halten, ne? Weiß er aber auch selber. Das macht er ja nur, um kulant zu sein. Da sieht er, wie der anzieht. Der Junge ist so unglaublich schnell. Also, ich weiß nicht. Es wurde ja immer gesagt, Aubameyang oder so soll ein schneller Spieler sein. Ich kann das persönlich jetzt nicht beurteilen, aber für mich ist dieser togolesische Super-Wunderstürmer da vorne drin. Also, auf der Karte stehen, glaube ich, 98 Tempo. Für mich fühlt es sich an wie 99, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben auch alle so außergewöhnliche Namen. Taylor? Nie gehört. So, Freunde, Partie ist vorbei und wir sehen die beste Bewertung. Ja, haben wir hier eindeutig bei unserem schwedischen Detektiv. Die schlechteste Bewertung, vollkommen zu Recht, aber auch ist eindeutig bei Karzik. Ich weiß nicht, was der gemacht hat, Karitz, Entschuldigung. Ich kann mir den Namen auch nicht merken. Wisst ihr, Nordirländer sind für mich auch ein komisches Völkchen. Auf der anderen Seite, ja, diese Schlange da vorne drin. Weiß auch nicht. Natter? Ich weiß nicht, was es in Südkorea für Schlangen gibt, aber auf jeden Fall, naja, war das natürlich nicht sonderlich souverän von unserer Weltelf, wenn man das Ergebnis betrachtet, aber wenn man bedenkt, dass halt alles nur war, damit das gegnerische Team nicht zu sehr, naja, beleidigt ist und so, geht das auf jeden Fall in Ordnung. Und damit kehren wir jetzt mal wieder zurück zur normalen Welt. Das war mal eine etwas andere Produktion bzw. Episode von All-Star Time und zwar heute mal live und heute mal mit Facecam und heute mal improvisiert und quasi Stand-Up. Normalerweise habe ich mir ein bisschen Zeit, mir Sprüche zurechtzulegen und so weiter und so fort, das Ganze nachkommentieren, weiß, was abgeht. Hier war es jetzt mal nicht so, hier war es wie früher. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, welche Variante ihr bevorzugt und ihr könnt mir auch mal Namen in die Kommentare schreiben, beziehungsweise Teams, die ich in den nächsten Episoden benutzen soll, müssen nicht All-Star-Teams sein. Ich werde auch sowas machen wie Legend Time oder sowas. Oder auch eine sarkastische Serie, gar keine Frage, aber da wird dann so ein Team sein wie mit Tim Wiese und Lord Bentner und dann halt als weltbestes Team und bla. Keine Ahnung, irgendwas wird sich da schon finden oder das jüngste Team und dann mit den Oldies. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas lässt sich immer finden und von daher schreibt mir da gerne mal in die Kommentare Ideen und wenn es euch gefallen, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Links in der Videoschau zu Instagram, Randy Run, Twitter, Facebook. Und wir sehen uns aber nächstes Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao.